Hier nochmal ein Beispiel für eine Polynomendivision. Und zwar soll das Polynom x hoch 4 minus x hoch 3 minus 4x Quadrat plus 4x durch x Quadrat plus x minus 2 dividiert werden. Achten Sie bitte darauf bei der Division, dass die Polynome so sortiert sind, dass die Exponenten absteigend sind in beiden Polynomen, sonst funktioniert der Spaß nicht. Und dann werden jeweils immer vorne nur die ersten beiden Glieder verglichen, also die ersten beiden Summanden. Und zwar überlegt man jetzt, mit was muss ich x Quadrat multiplizieren, damit x hoch 4 herauskommt. Und das ist genau x Quadrat. Und dieses Ergebnis x Quadrat mal x Quadrat wird hier unter die Klammer geschrieben. Das sind nämlich x hoch 4. Jetzt habe ich aber nicht nur x Quadrat, sondern ich habe ja auch noch diesen ganzen Schwanz dahinter. Den muss ich auch noch damit multiplizieren. Das heißt, ich habe also x Quadrat mal x Quadrat sind x hoch 4. X mal x Quadrat sind x hoch 3. Und da hier ein positives Vorzeichen ist, sind das plus x hoch 3 minus 2 mal x Quadrat. Und jetzt wird das wie bei der schriftlichen Division voneinander abgezogen. Also habe ich x hoch 4 minus x hoch 4 gibt nichts. Minus x hoch 3 minus x hoch 3 gibt minus 2x hoch 3. Minus 4x Quadrat minus minus sind plus. 2x Quadrat sind minus 2x Quadrat. Und dann hinten haben wir noch die 4x übrig. Die können wir einfach dahinter schreiben. Jetzt überlegen wir uns die nächsten Koeffizienten. Das heißt, wir vergleichen jetzt hier wieder diese beiden. Dann haben wir hier eine Multiplikation mit minus 2x. Das heißt, wir gucken uns wieder an, alles, die ganze Klammer mit minus 2x multipliziert wird hier unten drunter geschrieben. Minus 2x mal x Quadrat sind minus 2x hoch 3, wie gewünscht. Minus 2x mal plus x sind plus 2x Quadrat. Minus 2 mal minus 2x sind plus 4x. Und da es wieder, weil es zu schnell ging, ein kleiner Fehler unterlaufen. Und nämlich x mal minus 2x sind nicht plus 2x, sondern minus 2x. So, jetzt wird das Ganze wieder voneinander abgezogen. Und wir sehen hier, bleibt jetzt kein Rest. Das heißt, das ist eine Division, die so vollständig ist. Wir können also schreiben, x hoch 4 minus x hoch 3 minus 4x hoch 3 plus 4x ist genau das gleiche wie x Quadrat plus x minus 2 mal x Quadrat minus 2x. Diesen Term können wir aufteilen, da können wir ein x ausklammern in x mal x minus 2. Diesen Term, wenn man den sich anschaut, kann man vielleicht auch noch aufteilen. Am besten ist, man entweder überlegt man es sich mit dem Satz von Weta oder man berechnet die Nullstellen mit der PQ-Formel. Dann haben wir x1, x2 ist minus p ist 1, also minus 1/2 plus minus 1/2 zum Quadrat ist 1/4, minus q, also plus 2. Das ist dann minus 1/2 plus minus 1/4 plus 8/4 sind 9/4 und darüber eine Wurzel. Und 9/4 sind 3/2. Also ist es minus 1/2 plus minus 3/2. Damit ist x1 entweder gleich minus 2 oder x ist gleich minus 1/2 plus 3/2, also 1. Und wenn man jetzt davon die Nullstellen bestimmen wollte, wäre das umgekehrt wieder zum Beispiel x plus 2 ist gleich 0
oder x minus 1 ist gleich 0. Eine vollständige Zerlegung ist damit x hoch 4 minus x hoch 3 minus 4x hoch 3 plus 4x ist genau das gleiche wie x plus 2, x minus 1, x minus 2 mal x. Das sind natürlich überall Malzeichen dazwischen. Wer es nicht glaubt, kann es gerne nochmal ausmultiplizieren. Und hier sehen wir dann auch die Lösungen für die gefragten Lösungen für den Test. Das eine ist das Ergebnis. Und hier folgen die Nullstellen draus. Minus 2, 1, 2 und 0.